Numero uno. Den ersten haben wir direkt hier. Illas. Wer seid ihr? Wart ihr Teil der Flotte? Feldwebel Firion hat mich losgeschickt, um euch zu finden. Sie ist noch am Leben? Gut. Das ist gut. Ich wurde von den Wellen gegen das Schiff geschleudert. Habe mir ein paar Rippen gebrochen. Nicht gerade das schönste Gefühl. Feldwebel Firion meinte, dieser Fackelkäfer-Sirup würde helfen. Schmeckt wie Sandalen, die in Minzparfüm gekocht wurden. Woher weiß er, wie Sandalen schmecken? Wenn es mir die Rippen zusammenflickt, trinke ich die ganze Flasche. Ich gehe nach dem Rest des Trupps suchen. Gut, ich werde Feldwebel Firion finden. Geht, bringt sie in Sicherheit. Der nächste Fackelkäfer-Sirup. Ach, das sind die Alit. Ja, besonders hübsch sind die Viecher nicht. Nistel. Ich habe viele Freunde in diesem Sturm verloren, Fremde. Bitte bringt mir gute Neuigkeiten. Feldwebel Firion hat mich losgeschickt, um euch zu finden. Ich sah, wie sie im verdammten Sturm von Bord gespült wurde. Ich habe mich am Tauwerk festgeklammert, solange ich nur konnte. Doch das hat mir die Haut von den Handflächen gescheuert. Wenn ich keine Waffe halten kann, bin ich für meinen Trupp nutzlos. Habt ihr irgendwelches Verbandszeug? Ich habe meine Ausrüstung an die See verloren. Dieser Fackelkäfer-Sirup könnte helfen. Leuchtsaft? Ich dachte eigentlich, dieses Zeug wäre nur für üble Streiche an verschneiten Tagen gut. Sobald ich meinen Milzschlitzer hier wieder tragen kann, arbeite ich mich den Strand hoch und suche nach Feldwebel Firion. Was ist mit euch? Ich habe Feldwebel Firion gesagt, dass ich den Rest eures Trupps finden würde. Ich hoffe, sie wissen ihr Glück zu schätzen, wenn ihr sie findet. Ich gehe weiter landeinwärts, sobald ich mich ein bisschen ausgeruht habe. Kämpft tapfer, Fremde. Ich versuche es. Da ist nochmal so ein Sirup. Lass mich vorbei. Und wir dürfen kämpfen. Kämpfen. Hallo. Hier wurden aber viele Schiffe angespült. Unglorn. Segnet Öffre. Ich bin froh, dass ihr vorbeigekommen seid. Habt ihr andere Seesoldaten am Strand gesehen? Feldwebel Firion hat mich losgeschickt, um euch zu finden. Sie lebt? Ich schätze, da hatten wir wohl trotz des Schiffbruchs ein wenig Glück. Über mein Bein kann ich das leider nicht sagen. Wenn ich es nicht zu sehr belaste, komme ich humpelnd einigermaßen gut voran. Feldwebel Firion meinte, dieser Fackelkäfer-Sirup würde helfen. Leuchtsaft? Bei den Göttern, das stimmt. Sobald ich wieder alleine stehen kann, gehe ich weiter landeinwärts. Ich habe alle aus eurem Trupp gefunden. Hey. Hallo. So. Leutnant Gelin hat mich aus dem Wasser gezogen. Er wird wissen wollen, dass Feldwebel Firion und der Rest der Mannschaft in Ordnung sind. Ich glaube, er sagte vorhin etwas davon, dass er in einer Höhle hier in der Nähe nach einem Unterschlupf suchen wollte. Aber da habe ich immer noch Sand gespuckt. Okay, da hinten ist die Höhle. Ich baue hier einfach mal ein bisschen ab. Nebenbei. Ich weiß auch gar nicht, was ich denn überhaupt brauche, wenn ich craften will. Weil ich will ja eigentlich auf schwere Rüstung. Muss ich noch gucken, was ich dann machen muss. Ist gute Farm. Ja, hey, Großsammlerin.
Leutnant Jelin. Oh, eine Schlangengrube. Riesenschlange. Hi. Gold, Spur, Lied der süßen Kenarti. Läuft durch nach dem Lied zu spähen. Hier kann ein Kenartis Rast gefunden werden. Fett und Rohlederfetzen. Die Quellen, die an die Quellen hier spielen könnte, und zu einer die Quellen nachlesen, die bereits auf der gut habt. Okay. Ach da. Ja, ich glaube, der ist tot. Die Leiche eines bosmerischen Seesoldaten ist an einem blutverschmierten Pfahl gebunden. Er scheint noch nicht lange tot zu sein, untersucht die Leiche. Auf dieser Rüstung prangen die Abzeichen eines Marineleutnants des Dominions. Seine Leiche ist über und über mit Blut bedeckt, als hätte er viele kleine Schnittwunden erlitten. Das verschmierte Blut ist mit grünlichem Schaum vermischt, setzt die Untersuchung fort. Die Schnitte am Körper des Leutnants bilden ein seltsames, aber klar erkennbares Muster. Sein Blut wurde auf die unverletzten Teile der Haut geschmiert, um so wellenartige Symbole zu malen. Die genaue Todesursache ist unklar. Dein Buch. Bulgars Buch der Inselbestien. Von Bulga Grabur, Jägerin von Mistral. Tiere aus ganz Tamriel kommen auf Handelsschiffe hierher. Die, denen das Töten leicht fällt, finden auf dieser Insel ihr Zuhause. Bulga wird euch sagen, wo ihr sie finden könnt. Von schwach bis stark, wie ihr sie besiegen könnt und ob ihr sie essen könnt. Skewer, große Ratten aus dem hohen Norden, leben in Rudeln, Fleisch ist gut für einen Topf, sehr sehnig, leben in Bauten unter dem Sand, übernachten am Strand, schlechte Idee. Das Wasser kommt an und die Skewer mit ihm, besser auf Felsen übernachten, fester Boden. Springen wie kleine Tiger, manchmal wirbeln sie herum. Ihr glaubt, sie laufen? Lasst euch nichts vormachen. Ihr fragt euch, warum Bulgar nur eine Hand hat? Deshalb, bleibt standhaft, verwendet ein Schild, wenn ihr einen habt, dann behaltet ihr beide Hände. Alit, Mäuler auf Beinen, fressen alles, was sie zwischen die Zähne bekommen, gehen, wohin ihre Beine sie tragen. Das Fleisch des Sees schmeckt nach Wild, manchmal giftig. Einzelgänger bevorzugen leichte Beute wie Schafe, genug an einem Fleck, dann überfallen sie Nester von Donnerkäfern. Alit greifen mit Bissen an, aber die Füße und sind tödlicher. Achtung, wenn einer in die Hocke geht. Sie springen enorm hoch. Donnerkäfer. Bleiben unter sich, nisten in weicher Erde bei Bäumen unter Festgraten. Okay. Legen Nester und bewachen sie vor allem, dass ihnen nahe kommt. Eier sind süß und klitzeklein und kitzeln im Abgang. Oh mein Gott. Die Eier will ich nicht essen. Haben ihren Namen vom Schock. Oder allgemein, ja doch, ging um die Eier. Die Eier will ich nicht essen. Einfach nein. Haben ihren Namen vom Schock, den man abbekommt, wenn sie beißen. Können außerdem aus der Ferne schocken. Wenn einer das versucht, müsst ihr ihn auf den Kopf schlagen, bis er aufhört. Gibt größere Käfer und kleinere Käfer. Spucken winzige Schockbälle und rufen Donner vom Himmel. Bulgar rät, diese zu vermeiden. Gegen das Wetter kann man nicht kämpfen. Riesenschlangen, schwer zu finden. Frisst gelegentlich kleine Boote. Ihr seht eine Schwimmende ab an Land. Wenn sie euch erwischt, zieht sie euch unter Wasser. Bulgar hat nur an Land gegen eine gekämpft. Als sie fast tot war, hat sie sich zusammengerollt. Ihre Wunden fingen an, sich zu schließen. Als Bulgar das gesehen hat, hat sie sich schleunigst aus dem Staub gemacht. Solltet ihr auch tun. Okay. Das war die Geschichte von Bulgar. Und ihren Schlangen. Anderen Tieren. Ach, da stehen sie alle. Dächern. Wie sich gezeigt hat, war es mein Trupp, der mich gefunden hat.
Habt ihr schon mal eine Karriere als Seesoldat des Dominions in Betracht gezogen? Ihr würdet eine gute Späherin abgeben. Mein Trupp sagte, ihr habt nach Leutnant Gelin gesucht. Habt ihr ihn gefunden? Ich habe seine Leiche in der Höhle gefunden. Jemand hat ihn getötet. Was meint ihr? Es sah so aus, als wäre er bei einer Art Ritual umgebracht worden. Erst zieht wie aus dem Nichts ein Orkan auf und vernichtet unsere Flotte. Dann wird ein tüchtiger Seesoldat des Dominions gefangen und zu Tode gefoltert? Was war sonst noch in der Höhle? Jede Menge Knochen, Kerzen und Schlangen und außerdem noch Holzpfähle. Huch. Vielleicht sollte ich auch auf da drauf gehen und wie nicht auf. Gezeigt, was meint ihr? Erst zieht so. Wie aus irgendeiner Art Opfer. Nicht auf Lebwohl. Das ist zu viel für meinen Trupp. Wir brauchen Verstärkung. Nistel hat in der Nähe ein gestrandetes Schiff entdeckt. Es scheint weitestgehend unversehrt und sie hat Seeleute des Dominions an Bord erspäht. Was werdet ihr machen? Wir müssen unsere Kräfte bündeln und denjenigen finden, der Leutnant Gelin ermordet hat. Mein Trupp und ich müssen seine Leiche aus dieser verdammten Höhle herausschaffen. Würdet ihr die Seeleute auf diesem gestrandeten Schiff warnen? Sie müssen wissen, dass es nicht sicher ist, hier durch die Gegend zu wandern. Ich werde sie warnen. Wartet. Nehmt das hier. Ich habe etwas Leuchtsaft gefunden, während ich nach meinem Trupp gesucht habe. Aber ihnen geht es ja schon besser. An den Geschmack werdet ihr euch gewöhnen. Wir kommen bald nach. Passt auf euch auf. Okay. Also, die anderen retten. Also, beschützen. Sofern sie auf uns hören wollen. Wir kommen ja noch nicht mal vorbei. Da ist noch was. Eisenerz. Ich war ja kurzzeitig am Überlegen, ob ich mir hierfür auch wieder ein Abo mache. Einfach damit ich mein Inventar nicht mit den Crafter-Sachen jetzt mülle. Weil ich glaube, dann gibt es da extra einen Handwerkerbeutel für. Aber mal gucken. Dafür spiele ich halt einfach zu wenig. Ihr seid keine schlüpfrige Seewiper oder ein faulmündiger Schiffbrüchiger. Erklärt euer Anliegen der Mannschaft, der Vagabund. Ein Seesoldat des Dominions wurde in einer Höhle in der Nähe getötet. Der Orkan hat hunderte von Seesoldaten getötet. Was spielt es da für eine Rolle, wenn einer von ihnen in einer Höhle... Kannst du nicht meinen, aber... doch. Kann ich? Sieht man doch. WoW. 14. Lotto. Fehlt doch nur noch ESO. Ich verstehe das Problem nicht. Es wurde bei einer Art Ritual ermordet. Sein Trupp brauchte Verstärkung. Oh, nun, bis sie wieder ja, aber nein. Ja, ist, doch. Ist die Vagabund wie ein Huhn im Wolfsbau. Vielleicht können eure Seesoldaten ja beweisen, dass sie nicht nur Frachtstücke auf zwei Beinen in schimmernder Rüstung sind. Wenn sie mit anpacken, denke ich über Verstärkung für sie nach. Sind sie dazu bereit? Oder haben sie nur eine große Klappe? Ich bin mir sicher, dass sie helfen werden, wo sie nur können. Und ich bin sicher, dass keiner aber so nützlich wie im Orkan sein werden. Falls sie das Gegenteil beweisen möchten, sind sie herzlich dazu eingeladen, zur Abwechslung etwas Ordentliches zu arbeiten und die Lecks im Laderaum der Vagabund zu flicken. Vielleicht finden sie irgendwo in den ganzen Wracks hier einen Ersatz für das Steuerrad. Ich werde schauen, ob sie das Steuerrad besorgen und das Schiff flicken können. Nein, ihr habt schon wieder mich verklickt. Je schneller. Seepocken am Arsch.
Sie sind Kapitän Jamila. Ach doch, hat doch noch geklappt. Okay, hat doch noch gezählt. Dies sind keine Seeleute des Dominions. Sie sind Freibeuter. Was für ein Glück. Quartiermeister Oplan hat Verstärkung versprochen, sobald die Vagabund repariert ist. Wir werden dieser alten Seekatze zeigen, was die Seesoldaten des Dominions alles zustande bringen können. Okay, die Vagabund braucht ein neues Steuerrad. Edelas ist der beste Spürhund im ganzen Regiment. Wenn ihr möchtet, schicke ich ihn raus, um nach einem neuen Steuerrad zu suchen. In Ordnung. Schickt Edelas los, um ein Netter zu finden. Er ist auf dem Weg. Durch. Gibt es sonst noch etwas, das wir tun könnten? Es gibt Lecks in der Vagabund, die geflickt werden müssen. Nistel kann mit einem Hammer genauso gut umgehen wie mit ihrem Schwert. Ich kann sie die Lecks der Vagabund flicken lassen. Ja, lass Nistel die Lecks flicken. Sie wird diese Lecks ruckzuck geflickt haben. Was sonst noch? Die Seewipern haben den Sonnensicher der Vagabund gestohlen. Onglorn ist unser bester Spurenleser. Er kann den Sonnensichter schnell zurückholen. Okay, schickt ihn los. Die Seewipern, die den Sonnensichter haben, tun mir fast ein bisschen leid. Hm. Onglorn wird ihn ziemlich bald wieder haben. Was muss sonst noch getan werden? Es gibt nichts mehr zu tun. Dann wird es Zeit, dass dieser räudige Freibeuter sein Versprechen hält. Vielleicht solltet ihr das Reden übernehmen. Ich würde ihn nur aufziehen. Das hat geklappt. Das ging schnell. Gut, es gibt Platz auf der Vagabund für eure Seesoldatenfreunde, solange sie für ihre Mahlzeiten arbeiten. Ihr habt Verstärkung versprochen. Ich sagte, ich würde darüber nachdenken. Kapitän Jamila ist die Einzige, die diese Entscheidung treffen kann. Was sagt denn also euer Kapitän dazu? Etwas, das ihr gerne hören werdet. Echt? Ihr habt die Vagabund gerade wieder seetüchtig gemacht. Juhu! Und Kapitän Jamila begleitet immer ihre Schulden. Geht und sprecht mit ihr. Sie beißt nur, wenn sie einen guten Grund dazu hat. Na dann. Schlimmste, also muss diese zwei Flaschen hier noch leer kriegen. So. Ach, da oben ist sie. Okay. Alles klärchen. Oh, okay. Nee, stehen will ich nicht. Ich will artig sein. So. Ich stehe einfach mal zu so einem Spieler. Dank naja, unserer Bemühungen kann die Vagabund die Segel setzen, sobald die Flut kommt. Diese Seesoldaten haben auch ihren Teil geleistet. Ich habe keine Verstärkung, aber ich biete etwas Besseres. Ich weiß, wer die Soldaten des Dominions tötet. Und ich weiß, wie man das beendet. Was meint ihr? Unser Ausguck hat gesehen, wie die Seewipern einen Seesoldaten des Dominions in eine Höhle gezerrt haben. Später hat er gesehen, wie eure Freunde die Leiche des Seesoldaten geborgen haben. Wenn wir nicht so knapp besetzt wären, hätte ich seine Rettung befohlen. Aber drei Leute aus meiner eigenen Mannschaft werden vermisst. Was ist eurer Mannschaft zugestoßen? Bevor wir die Gefahr erkannten, damit habe ich meine Mannschaft losgeschickt, die Tiefe nach Brauchbarem abzusuchen, aber die Vagabund reparieren. Aber wir dachten schon, sie wären verschwunden. Aber eine ist eben wiedergekommen. Und sie erzählt eine grässliche Geschichte.
Was ist hier passiert? Die Seviperren sind passiert. Jetzt braut sich ein neuer Sturm zusammen. Und ich fürchte, dass sie der Grund dafür sind. Mastengewe erholt sich unten. Hört selbst, was sie zu sagen hat. Okay. Ah, da. Sie ist gut. Ihr seid nun verrufen. Ja, danke. Oh. Ist das Kopfgeld auf mich ausgesetzt? Seid schon berüchtigt. Sie versuchen noch einen Orkan zu erschaffen. Okay. Noch ein Orkan? Was meint ihr damit? Sur wirkt wild und ich habe so einen Ersatz für das Steuerrad gesucht, als die Seewiepern uns überfielen. Ja, mal vergessen, was sie ich haben mache. Uns auf die Insel mit dem gestrandeten Flaggschiff des Dominions gebracht. Sie haben Dinge dort getrieben. Schreckliche Dinge. Oh, sie haben Dinge getrieben. Ja, ja. Was haben die Seewiepern getan? Diese dreckigen Maorma haben meine Kameraden hochgeschleppt und an diese schlangenförmigen Statuen gebunden. Dann haben sie zu singen angefangen und wurden von Blitzen umzuckt. Genau dann begann sich der Sturm, um die Insel herum zusammenzubrauen. Hey, die Seewiepern haben den Sturm erzeugt? Ja, ich bin mir da sicher. Es war ein schrecklicher Anblick. Die Seewiepern waren so mit ihrem Ritual beschäftigt, dass ich mich befreien konnte. Ich habe versucht, mir Sur zu schnappen, aber der Blitz hat ihn festgehalten. Dann hat einer der Seewiepern an ihm gezerrt. Ich sah das Handgelenk des Maorma aufleuchten. Warum würde das Handgelenk einer Seewiper leuchten? Die Maorma trugen Magnetsteine um ihre Handgelenke. Damit konnten sie diese Blitzfesseln ignorieren. Aber ich konnte nichts mehr tun. Deshalb bin ich vom Schiff gesprungen und davongeschwommen. Bitte lasst nicht zu, dass sie meine Kameraden opfern. Na gut. Die Leitung verrufen. Ah, okay. Das ist nicht mehr ganz so schlimm. Kopfgeld von 19. Ich schmilze einfach so auf meinem Stuhl weg. Oh. Nee, schmelzen. Ich hole einen Eimer, dann fange ich dich damit wieder auf. Hier mit Scherbe. Eins von drei. Achso, ja, ich brauche ja einen Magnetstein, warte. Ich glaube, ich einfach nur einen von den Viechern hier töten. What? Der kann durch Materie gehen. Lol. Riesenerz. Komm ich da rum? Ne, natürlich nicht. Warum auch? Warum sollte ich da langkommen? So. Ja. Dieses
Seewiepern haben den Verstand verloren. Mhm. Ich merk's. Ich merke, dass sie den Verstand verloren haben. Keine Angst, wir sind ja da. Wir sind ja da, um zu retten. Heute werden die mich nicht töten. Das war's schon? Das ist ja langweilig. Ah, Juklos! Warum rennt er? Hör auf, wegzurennen! Sag mal! Es hackt bei dir, oder? Unglaublich, rennt einfach weg. Toll. Das wird sich besser mit den Schilden. Aua. Ach schade, hier muss ich leider schwimmen. Okay, nichts mit Reiten. So, wobei bald auch schon wieder der Spielwechsel ansteht. Also was heißt schon wieder? Das wäre der erste Spielwechsel. Und jetzt war es dieser Hund. Ich glaube, es war ein Hund. Sur und Wirkwild sind zurückgekehrt, als die Himmel gerade aufklarten. Sie sind ein wenig feucht, aber sonst im Ordnung. Mein Lauerer sagt, dieser muss euch danken. Ja, ich habe das Ritual aufgehalten und eure Mannschaft befreit. Dann schließen wir die Reparaturen ab und verschwinden bei Flut von hier. Oh, und eure Freunde, die Seesoldaten, haben die Seewipern abgewehrt, während ihr meine Mannschaft gerettet habt. Sie sind immer an Bord willkommen, egal wie lange. Vielleicht sehen wir euch in Mistral wieder. Ihr werdet immer einen Platz auf der Vagabund haben. Okay. Wir beanspruchen. Hull, geldmeerische Abstammung. Wenn ihr Fähigkeiten aktiviert, dann ja. Okay. Okay. Mach ich einfach mal. Oh, wir haben 6 Fähigkeitspunkte. Wir werden die Wrackteile bald wegräumen, Kapitän. Zenmaki-Waffe. Die Ausdauerkosten eurer Fähigkeiten. Ja. Und. Waffenhieb von disziplinierter Präzision. Gegen ein Feind, das da. Ja, das muss aus und aus. Ich bin verspottet. Mhm. Okay, wir machen das einmal. Wiederherstellen, das Licht machen wir einmal. Den Speer werden wir einmal hierauf packen. Welcher Angriff, bei dem wir mit einem Speer 4-mal auf Feinde von. Ja. Machen wir einfach. Du hast einen Feind mit einem tiefen Hieb, fügt diesem belegt mit kleinen Verkupplung. So. Ah, und das war's dann auch schon, was wir an Punkten haben. Erledigt eure okay. Wasser, Kapitän. Einmal.
das den. Das war's dann auch schon. Huch. Beobachten uns diese verdammten Seewippern noch? Natürlich. Nein! Ich darf nicht auf Steuerung kommen. Das war auch irgendeine Art Bär. Rötete und Tiefen, sehr schön. Gibt's hier irgendwo noch Quests? Irgendwo? Halt! Kommt nicht näher! Doch, komm ich! Weil du hast eine Quest für mich. Hört auf meine Worte. Ihr gefährdet mehr als euer Leben, solltet ihr euch nähern. Und was seid ihr? Ein törichter Geist. Mein Ehrgeiz hat mich tief sinken lassen. Doch ich werde nicht erlauben, dass es anderen ebenso ergeht. Das Buch vor euch trägt einen schrecklichen Fluch, genau wie zwei weitere. Ihr könnt doch hören, wie es nach euch ruft, oder? Nein, ich höre nur euch. Aber wie nur? Seid ihr stark genug, um ihrem Ruf zu widerstehen? Könnt ihr sie zum Schrein bringen und beenden, was mir nicht gelang? Hört auf meine Worte. Das verbotene Wissen in diesen Büchern ist nicht für diese Welt bestimmt. Sie müssen vernichtet werden. Sagt mir, was ich tun muss. Der Fluch, der auf jedem der Folianten liegt, ist dazu gedacht, dem Reich des Vergessens Seelen zuzuführen. Doch wenn es einem gelingt, sich ihrem Ruf zu widersetzen, kann man die Folianten sammeln und sie zum Schrein bringen, um sie dort zu vernichten. Und wo ist dieser Schrein? An den Ufern von Kenartis Rast. Jenseits der Stadt Mistral. Er wird von einer immerwährenden Flamme erhellt. Solltet ihr alle Folianten sammeln, bringt sie unverzüglich zum Schrein. Für wie stark ihr euch auch halten mögt, fürchte ich, dass die Folianten noch stärker sind. Tagebuch von Brabham Lysandas. Okay. 12. Erstsaat. Die Experimente machen weiterhin Fortschritte. Ich habe dem Geist der Versuchsperson mehrere fortwährende Illusionen auferlegt, obwohl sie noch immer das Amulett tragen muss. Es war kein Problem, den Mann davon zu überzeugen, dass seine Seele an das Amulett gebunden ist, der auf der Stelle sterben würde, wenn er es abnehme. Noch habe ich nicht die völlige Kontrolle über die Illusion. Als ich versucht habe, ihn davon zu überzeugen, dass der Schuppen aus Stein und nicht aus Holz besteht, war er sich stattdessen sicher, dass er aus Zuckerbrot bestand. Nun musste ihn am Versuch hindern, davon abzubeißen. Die Veranlagung der Person haben noch immer ihren unerwünschten Einfluss. 17. Zweitsaat. Endlich! Ich habe zwei Probleme, die meine Arbeit andauernd behindert haben, mit einer eleganten Lösung beseitigt. Mit der exakten Kombination von Beherrschungszaubern, die ich erschaffen habe, kann ich nun die Halluzination steuern. Und das dauerhaft, ohne auf kostspielige Verzauberungen zugreifen zu müssen. Dieser Erfolg kommt gerade rechtzeitig, da die Versuchsperson vor kurzem andeutete, dass das Entfernen des Amuletts vielleicht den aktuellen Stadien des Experiments vorzuziehen sei. Jetzt kann ich mich mit der Suche nach zusätzlichen Versuchspersonen beginnen. 5. mit Ja. Die drei, die in meinem Keller hausen, sind davon überzeugt, dass sie in einem Palast leben. Sie benehmen sich immer mehr wie Adlige und das aus eigenen Stücken heraus. Ich habe in keiner Weise versucht, ihre Selbstwahrnehmung zu verändern. Diese gemeinsame Illusion hält jetzt schon 2 Wochen lang an und scheint auch unter längerer, genauerer Beobachtung nicht zu zerbrechen, wie es die anderen getan haben. Ich zögere noch immer, mich selbst schon diesen Illusionen hinzugeben, obgleich ich mir ziemlich sicher bin, dass ich mich daraus befreien könnte. Meine Versuche zeigten keine der
Verzerrung der örtlichen Realität, die zu beobachten ist, ich erhofft hatte. Vielleicht brauche ich noch mehr Versuchspersonen. 10. Sonnenhöhe. Heute konnte ich eine weitere interessante Entwicklung beobachten. Ich legte nur einer der Versuchspersonen die Vorstellung nahe, dass ein Werwolf durch den Palast wütete und achtete dabei darauf, dass keine der anderen Personen uns hören konnte. Als ich ihn zurückgebracht hatte und er erwacht war, war es nicht er, der den Werwolf als erster entdeckte, sondern eine andere Versuchsperson. Jeder schien die Beste zu sehen. Ich muss hierzu weitere Versuche durchführen. Wird die Illusion Realität oder habe ich sie versehentlich auf irgendeine Weise miteinander verbunden? Könnte die unwahre Welt langsam in die unsere herübersickern? Wie aufregend. 23. Sonnenhöhe. Ich verliere die Kontrolle. Es ist fast, als würde sich eine außenstehende Macht einmischen. Ich spüre eine seltsame Unterströmung in den Zaubern, die ich gewirkt habe. Ein Widerstand in den Gedanken der Versuchspersonen. Die werden immer weniger verständlich und es wird immer schwieriger, mit ihnen zu arbeiten. Einer sitzt in der Ecke und schaukelt vor und zurück, während er Gebete ausgerechnet an die Bella murmelt. Eine andere hat sich grausige Verwundungen zugezogen und muss entfernt werden. Bisher habe ich mir keine Sorgen um ihre geistige Gesundheit gemacht. Was könnte das so verursachen? 2. Herbstsaat. Zu meiner großen Überraschung war der Keller heute Morgen vollständig leer. Die einfachen Möbel, die Vorräte und mehr noch die Versuchspersonen waren verschwunden. Die Wände, die Decke und der Boden sind jetzt vollständig mit einem Gemälde bedeckt, das die große Halle eines Palastes darstellt. Die Versuchspersonen sind nirgendwo zu sehen und am seltsamsten sind die Farbtöpfe und der einzelne Pinsel, die ich in der Ecke gefunden habe. Hier sind eindeutig Betrügerei und Manipulation im Spiel. Ich muss mir das genauer ansehen. Nett. Endlich! Besser Joe wird dieses legendäre Gebüsch finden. Was? Was ist da? Nein, bitte! Dieser schaut nicht mehr hin. Und tschüss. Okay, ich gehe jetzt einmal kurz nach da hinten. Und dann werden wir jetzt gleich mal das Spiel wechseln. Weil ich ja gesagt habe, dass wir immer 4 Stunden in ein Spiel quasi spielen. Wir stellen uns einfach mal zum Schaf. Und ich denke mal, dass wir das jetzt wieder im 2-Wochen-Abschnitt machen. Dass wir in 2 Wochen dann hier weitermachen. Solange es keine Ziege ist. Ja, wobei Schafe sind auch nicht wirklich besser. Aber vor Schafen habe ich nicht so sonderlich Angst. Vor Ziegen habe ich Angst. Vor Ziegen habe ich ganz gewaltig Angst. So. Ah, mal weg damit. Ist das hier alles? Achso. So. Dann werde ich einmal kurz das ganze Kram hier ändern. Das ist es nicht. Das ist es auch nicht. Da ist es. Mensch. Jo. Ich werde aber gleich, bevor wir loslegen, noch eine kleine Pause machen. Muss nämlich mal wohin. Die vorhin beim Telefon hat nämlich nichts gemacht, dafür hatte keine Zeit. Da, ganz unten. So. Titel. Da. Oh Gott, wie heißt das? So. Perfekt. Jetzt müsste es zumindest geändert sein. Jo.
Ich gehe aber trotzdem schon einmal ins Spiel rein. Das mache ich ziemlich schon mal. Dahin, weil dann habt ihr nämlich auch Musik. Und ich habe das Theater gleich nicht. Und jetzt hoffe ich, dass ich mein Passwort weiß. Ich musste nämlich vorhin erstmal so Ewigkeiten rumrätseln, was mein Passwort war. Das Witzige ist, ich hatte dann tatsächlich mein Passwort richtig eingegeben. Aber ich hatte Umschalt an. Das heißt, ich habe klein geschrieben und nicht groß. Also, ne? Aber umgedreht geschrieben. Ich habe jetzt geändert. Supi. So. Rein. Rein. Ich zeige dann auch gleich wieder die Anfangssequenz und so weiter. Das kennt ihr ja schon, aber trotzdem. So. Aber hier mache ich gleich weiter.